Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Dungeon Defenders Eternity. Wie sind wir zu fit? Zu viert. Allerdings hat nur ein Level 25er das Spiel betreten. Das könnte jetzt also durchaus ein wenig knapp werden. So, die Defenders Forge ist hier. Das Warp Hero. Okay, mal sehen. Wir haben 4 Kristalle. Oh Mann, das wird immer und immer schöner. Ja, schöner wird's. Okay, also die letzte Map war schon hässlich. Mal gucken, wie es die hier wird. Oh Mann. Mir graut es ja schon ein wenig, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Schön, der Level 25 hat seinen Level 60er ausgepackt. Das ist gar nicht schlecht. Okay, mal sehen. Wo werden die wohl am ehesten herkommen? Wird das noch einer? Da ist gar kein Weg dazwischen hoch, oder? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Und zwischen dem und dem anderen war ja gar nichts. Dann muss da auch keine Ballista hin. Ne, doch, da kommt eine hoch. Okay, also da muss eine hin und da muss dann auch noch eine hin. So, das ist jetzt hinter Vollkäse hier. Jetzt habe ich die falsch rumgebaut, ich. Nochmal richtig rum, please. So, so. Das sieht gut aus. Dann noch mal ein paar Kristallchen organisieren. Kann von da unten was hochkommen? Nein. Da könnte eventuell was kommen. Ich erinnere mich wieder grob an die Map, die war gar nicht mehr so lustig. Dann haben wir hier in beide Richtungen was. Und da oben kommt auch noch was raus. Jetzt wird ja aber langsam Käse hier. So, ab zu unserem Ballerfilzen wechseln. Und ein bisschen aufwerten. Okay, also von dort könnte was kommen. Von da, da steht aber der Level 60er. Ist hier was gebaut? Und da hinten wird gerade gebaut. Okay. Ich kann nichts mehr bauen, ich habe nur einen falschen. Mit dem kann ich nur buffen, aber dir nichts bauen. Kann der 60 Mana spendieren? So, mal sehen, haben wir noch ein Kistchen? Ja, da hinten wäre noch eine. Was ist die olle Kiste hier unten? Ja. Okay, da, langsam sollten wir mal anfangen. Wo ist denn hier oben? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir diese Map überleben oder ob wir jetzt das Ganze etwas doof aufgesetzt haben. So, der Level 60 steht da. Ich hoffe, der verteidigt auch.
Da ist Dani, okay. Und ich mische mich ja gleich mal ins Gemüse. Ja, komm schon. Und der Huntress kommt auch noch. Ich hasse die Huntress, wie die Pest. Ballert mich aus den Socken, die komische Biatch. Alter, irgendwas gibt das Maul. Hey, was ist denn das angegriffen? Alter. Kann sein, dass sich gerade irgendwie auf einen konzentrieren, die Schweine. Ich bin so gut wie tot, habe ja keine Zeit zum Heilen. Alter Schwede, so schärfe ich das nicht in Erinnerung. Ich bin tot. Nein! Das sind diese blöden Raketen-Profis. Toll. Volle Wurst. Ja, toll, der hat sich bloß blöd hingestellt. Danke fürs Gespräch, freundlicher Herr. Ach ja, nervtötend. Würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine kleine Herausforderung und wir haben diese Map schon wieder verkackt. Es langweilt doch. Brauchst du echt viele Leute, die auch ein bisschen zusammenarbeiten und das machen. So, lass mal sehen, was hätten wir denn da noch für Optionen? Challenges. Wizardry. Every wizard is invincible except two. Find and defeat them, then take out the next wizards until they're all destroyed. Versteh's nicht so ganz, wir machen das einfach mal. Wir müssen also irgendwelche Wizards rausfinden, die gerade angreifbar sind, die platt machen und danach die restlichen platt machen. Oder so ähnlich. Waiting for players. Kommt Dani auch noch? So, wahrscheinlich muss dieses Map bei ihm noch geladen werden. Ah, jetzt ist er da. Auch ist es ärgerlich. Was glaube ich beim dritten, wo es uns zerlegt hat, ne? Die ersten zwei haben wir gehabt. Und vier gibt es insgesamt. Ach. Are invincible at a time. Ne, es gibt nur zwei, die insgesamt beschädigt werden können. Die müssen wir finden oder nach den Rest platt machen. So zumindest mein Verständnis dieser Karte. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Schub. So, wo seid denn ihr? Halt, da stehen. Da. So, fünf Gegner werden wir schon schaffen. Wir müssen jetzt rausfinden, welche zwei zuerst platt gemacht werden dürfen. Machen wir nochmal einen kleinen Physical Beam hin. Mensch, Leute, es kommen nur vier Gegner insgesamt. Und doch mal geh!
immer noch in 0,x ausgeföhnt. Die Spackis. Oh Mann, wenn so einen freundlichen Herrn dabei, der nicht auf G drücken kann. Nein, den Bock so lange auf ihn zu warten, ey. Das nächste Mal mache ich eine komplett private, dass auch keine Fremden dazu joinen können. So, mal schauen, ist der unverwundbar? Yep. Nope. Wann wohl die anderen? Scheinbar wurden die anderen zwei gekillt, dann wurden meine, die unverwundbar waren, auch gekillt. Küste. Ich würde ihn gern kicken, aber ich kann es nicht dank dem Spiel. Oder kann ich es doch? Ne, ich habe keine Option, ihn zu kicken. Schau die Schokolade. Also müssen wir jetzt halt noch ein paar Sekündchen warten, um mir schön beim Hüpfen und Fliegen zu sehen. Ist doch schön, oder? Ja, guck mal, wie toll ich das kann. Das ist halt die blöde Kristall-Map, die eigentlich mit Level 27 zu machen sein soll. Im Arsch ist die mit 27 zu machen. So, das müssten die... Das sind die Unverwundbaren, definitiv. Ah, mal schauen, wo die nächsten sind. So, hier sind die nicht unverwundbaren. Und das heißt, jetzt müssten die anderen auch gleich weg sein. Ganz genau. Ah, Fliege, geh von meinem Hals weg. Ich hasse dich. So, nachdem es ewig dauert, drücke ich gleich mal G. Danke. Er hat doch ein Erbarmen mit uns. Sind jetzt eigentlich die anderen gerade hochgekommen gewesen? So, holen wir da noch einen hin. Weil wir es können. Nein, der ist eine Kiste. So, seid ihr hier zufällig unverwundbar? Ja, die kriegen nix ab. Bist du groß an der Tag? Ernsthaft, oder? Die sind auch unverwundbar. Die sind... sind verwundbar. Hier wird doch nicht. Hier war noch eine. So, jetzt müssten alle plattbar sein. So, der ist auch weg. So, wo sind so die restlichen? Nee.
auch noch unverwundbar. Welche sind diese Rundbahnen? So gar nicht. Da unten sind auch noch welche. Die sind auch unverwundbar. Die sind auch unverwundbar. Will ich mich verarschen? Die sind unverwundbar. Irgendwo welche übersehen? Kommt der jetzt mal raus, please? Perfekt. Na, ich dachte, das sind danach alle verwundbar und nicht, dass dann nur noch ein paar wenige verwundbar sind. Alter Schwede, ist das nicht mal so trivial. Final Wave. Mir durch. Dann. Wo wollen die durch? Die wollen dann hier durch. Dann kommen die künftig da schon mal nicht mehr durch. So, wo haben wir denn noch so einen Spawner? Da. Dann kommen die. Nicht mit durch. So, da ist schon dicht. Und hier noch. So, ich denke, ich habe alle. Noch was durchkommen. Ja. Wohl, die laufen hier hinten rum und dann da und dann kommen sie spätestens hier nochmal an eine Wand von mir ran. So, ist denn eine von euch beiden verwundbar? So, die beiden scheinbar nicht. Wie sieht's mit euch aus? Scheinbar auch nicht, dann weiter. 00000 in die Ecke muss ich also gar nicht hin. Bis gleich. 00000. So, aber einen müsste ich schon mal erwischt haben. Der ist unverwundbar. So, gleich ist da mit beiden. Ah. Der ist auch unverwundbar. Alter Schwede, welcher ist denn jetzt schon wieder verwundbar? Der nicht und der auch nicht. Ja, zumindest bremsen die Wände die schon aus, dass sie nicht nur so einfach durchkommen. Das gibt's doch nicht, ich bin heute schon alle Wege abgegangen, wo die hier rauskommen können.
irgendwas herunter? Nee, auch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt doch gar nicht mehr so viele Punkte. Von dem war anscheinend eine verwundbar. Aber auch eine verwundbar. Wie schaut's mit dir aus? Leider unverwundbar. Er ist unverwundbar. Unverwundbar. Auch unverwundbar. Sind die vielleicht erst nach einer Zeit verwundbar? Also wenn ein bisschen dauert, bis das dann zwei Mal trifft. Okay, einen habe ich. Müsste jetzt auf einen anderen gewechselt sein. So, da war noch einer. Perfekt. Da war noch einer. Perfekt. Da war noch einer. Perfekt. Jetzt läuft's doch. Noch einer runter. Die sind nur weg. 19 Stück kommt, das müssen wir uns rausfinden hier. Jetzt mit dir ausmaschinen. Komm mal raus da. Yep, der war verwundbar. Crystal Core Thunder Attack. Eigentlich immer. Noch einen gefunden gehabt. Nicht. Aber der hintere war verwundbar. Sehr schön. 11 Stückchen. Zehn. Acht. Sechs. Eine. Ja. Dann. Was sind denn jetzt noch welche? Hey, da war noch eine. So, die letzten zwei. Also, es müssten ja alle verwundbar sein, die es noch gibt. Jawohl! Auch mal eine coole Map, aber was ganz anderes. Gut, Freunde, ich verabschiede mich. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis dahin, ciao.